Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ja, ihr lieben Steinchenschubser. Ich habe heute was ganz brandheißes in den Fingern. Und zwar habe ich Chipu-Post bekommen. Also Post von der lieben Pichu Moon Art. Das Paket ist noch heiß. Also die Post war echt sehr, sehr flott. Wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir es jetzt heute schon bekommen, sondern erst Montag. Aber umso eher seht ihr das Video, denn heute werde ich das Video mit euch machen. Ich werde es heute schneiden und ich werde es auch heute versuchen hochzuladen. Ansonsten seht ihr es einen Tag später, aber ihr seht es noch definitiv an dem Wochenende, wo wir das Paket bekommen haben. Heute ist Samstag und wir machen mal das Paket auf. Ich habe das schon mal aufgemacht, aber auch nur, weil ich die Aufkleber abmachen musste, wollte, damit halt keine Adressdaten drauf sind. Ihr kennt die ganze Geschichte ja, ne? So, also, Chipu Post ist da und es ist was richtig Neues, Geiles dabei. So, ich weiß ja schon ungefähr, was drin ist. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal zusammen in das Päckchen rein und lassen uns mal überraschen, was die liebe Pichu da Schönes drin hat. Also, wir machen das Ganze mal auf. Ich bin so gespannt. Okay. Also, ein bisschen was könnt ihr schon sehen. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, so, ja, und zwar, ganz aktuell neu gibt es bei der lieben Pichu, Entschuldigung für den Ton, aber mein Mikro war im Weg, gibt es eine DMC-Card-Liste, also DMC-Karten. Und die haben auch noch einen Spitznamen, und zwar ist es die Borki-DMC-Kartenliste, also die Borki DMC-Karten sind das. So, das hat einen Hintergrund. Und zwar sind diese Karten inspiriert von der lieben Heidi. Wer hat es erraten? Wer ist schon direkt drauf gekommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die inspiriert von der lieben Heidi. Und die Pichu hat das ein bisschen aufgehübscht, aufgewertet. Und quasi diese Karten könnt ihr bei der Pichu erwerben. Und zwar sind das, ja, DMC-Karten, wie ihr unschwer erkennen könnt, ihr habt ein Deckblatt, ihr habt dann jeweils diese schönen Seiten und ihr könnt halt selber wählen, was ihr für Steine einkleben möchtet. Ihr seid nicht festgelegt, dass ihr da eckig, rund, AB oder sonst irgendwas habt, sondern ihr könnt es individuell gestalten. Ihr könnt euch das gerne darüber schreiben, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann ja, könnt ihr eure Steinchen quasi einkleben. Ihr habt 1, 2, 3, 4 Spalten Platz und ihr habt vorne auch immer dann schön die Farben noch mit dabei. Das heißt, ihr könnt euch ungefähr dran orientieren. Ihr klebt die nur auf einer Seite ein, das finde ich auch mega cool, weil dann kann man die nämlich schön nebeneinander legen. Und wenn ihr Bock habt, die nebeneinander zu legen, dann habt ihr hier so einen kleinen Ring, seht ihr den? Den kann man aufmachen. Ja, dann kann man diese Listen, nämlich theoretisch, so, und jetzt könntet ihr diese Listen, wenn ihr Bock habt und sagt, ach, das an der Karte ist mir zu doof, ich will die lieber so nebeneinander legen haben, dann könnt ihr die auch so auf den Tisch ausbreiten, wenn ihr Bock drauf habt. Das finde ich mega cool. Also diese Ringe könnt ihr definitiv dafür gut aufeinander machen und auch wieder schließen. Also es geht ganz einfach, schließen, wieder einfach zusammen machen. Ein bisschen auseinanderdrücken und dann zusammenführen. Nee. So, da ist es wieder zu. So. Ne? Seht ihr es? Da ist es wieder zu. So. Also die sind ziemlich leicht aufzumachen und auch wieder zuzuschließen. Und ja, ihr habt auf jeden Fall auf der letzten Seite noch Platz für Notizen. Also wenn jetzt sich irgendwas verändern sollte, dann könnt ihr das hier reinschreiben. Also sprich, wenn ihr wisst, da fallen DMC-Nummern weg oder es sind neue DMC-Nummern dazugekommen, dann könnt ihr das hinten einfach reinschreiben. Finde ich auch immer sehr praktisch, weil so hat man die Informationen an der Hand. Die Pichu hat noch ein anderes Broschürenheftchen. Das finde ich immer ganz cool zum Nachgucken, weil da kann man immer schön blättern. Habe ich auch da. Ich finde beide Varianten gut. Das Broschürenheft nutze ich tatsächlich für mich, wenn ich für euch neue AB-Steinchen bestelle. Und mir dann raussuche, welche Farben könnten denn gut aussehen, welche haben wir denn noch nicht und welche möchte ich noch haben. Dafür nutze ich das. Und dieses werde ich definitiv benutzen, um meine Steinchen einzukleben. Ich habe zwar auch schon A4-Listen und A4-Bücher, aber das ist mir alles so unhandlich. Und das ist mega, mega handlich und mega cool. Und ja, ich finde es einfach Bombe. Und selbst wenn ihr da die Karten dann dicke habt, weil ihr da die Steinchen auf einklebt, durch diesen Ring habt ihr unheimlich viel Platz. Sehr cool. Also, das war das Erste aus dem Paket.
Das war das Erste. So, das Zweite liegt schon neben dem Ding. Und zwar hat die Pichu seit neuestem noch B-Ware-Schiffe von der Produktion an Diamond Painting mit Herz. Da ist aber gar nicht viel dran. Meistens sind es nur Schönheitsfehler außen zum Beispiel. Ich meine, ich glaube, hier fand sie das außen nicht so toll. Seht mal, schaut euch das mal an. Da war eine Kante nicht schön. Beeinträchtigt aber das Schiffchen an sich 0, gar nicht. Das Schiffchen könnt ihr so benutzen. Ihr habt einen Stöpsel dabei. Funktioniert prima. Also da ist nur so eine Schönheitsmacke an der Seite. Ansonsten ist das Schiffchen einwandfrei. Gibt es zum reduzierten Preis in ihrem Shop. Ich denke, wenn sie die alle wegverkauft hat, wird sie vielleicht auch nochmal neue Schiffchen nachdrucken. Hoffe ich zumindest. Also, die könnt ihr bei der Pichu auch erwerben als B-Ware-Schiffchen. Sind sogar relativ günstig, finde ich. So, dann gucken wir mal, was die Pichu noch eingepackt hat. Ich gucke, ich hebe mal das, tue ich mal raus und gucke mal, ob ich hier noch was habe. Habe ich hier noch was drin? Oh, ah! Ja, ich habe Mr. Borky gefunden. Und zwar, schaut mal, das ist Borky. Und zwar gibt es Borky bei jeder DMC, bei jedem DMC-Kartenset dabei. Also wenn ihr sprich, wenn ihr dieses Kartenteil bestellt und dem Borky gibt es mit dazu. Und das Ganze gibt es in ihrem Shop ab sofort zu kaufen. Und wenn ihr das Codewort Borky als Gutschein eingibt, könnt ihr sogar noch 5% sparen. So, habe ich für euch rausgehandelt. Ich denke, das ist in Ordnung. Also, einfach Rabattcode Borky eingeben und dann ist eure DMC-Kartliste für euch, also die DMC-Karten, und ihr kriegt noch so einen kleinen süßen Borky mit dazu. Den könnt ihr als Folienmagnet benutzen. Ne, einfach zwei. So, und dann ja, könnt ihr damit eure Folie ein bisschen festhalten. Finde ich sehr, sehr süß. Hat sie so mit reingetan. Also die gibt es immer mit dazu, ne? Die beiden Sachen gehören quasi mit dazu. Deswegen ist es auch die, sind es auch die DMC, die Borky-DMC-Listen. Borky plus die Liste. So, also Borky plus Liste. Tue ich mal auf Seite. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier noch haben. Und zwar, damit hatte ich nicht gerechnet. Und zwar hat die Pichu, oh, das ist echt süß. Die ist ja auch echt nur mal goldig, ne? Die liebe Pichu hat mir eine Tasse von ihr mitgeschickt. Die könnt ihr auch im Shop erwerben. Also wer Merchandise mag und auch Bock drauf hat, der kann bei der Pichu. Hä, das ist aber nicht Pichu, da steht mein Name drauf. Hä? Pichu, was ist da los? Okay. Also, das ist meine Tasse. Da steht mein Name drauf. Hallo? Pichu? Das ist ja süß. Hast du die? Ist das Pichu oder bin ich das? Ist das mein Shibu? Pichu? Du hast es mir nicht verraten. Das ist eine tatsächlich richtige Überraschung. Damit habe ich nur gerechnet. Ist ja geil. Die ist ja mal richtig geil. Dankeschön, Pichu. Mega cool. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool. Die werde ich auf jeden Fall in Ehren halten. Ja, also bei der Pichu gibt es aber auch Pichu Moon Tassen mit ihrem Chibi drauf. Und die sind auch mega, mega hübsch. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie mir ihre jetzt mitschickt. Aber dass ich eine von mir bekomme, damit habe ich echt gar nicht gerechnet. Mega, mega lieben Dank. Dankeschön, liebe Pichu. Da hast du mir eine sehr tolle Freude gemacht. Die wird vielleicht öfter mal in den Videos auftauchen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Sehr geil. Dankeschön. Hat sie sich sehr viel Mühe gegeben. Die ist echt toll. Danke, 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 danke. So, jetzt gucken wir aber noch mal weiter. Wir sind ja noch nicht am Ende. So, ach so, ich habe noch vergessen, wer bis jetzt hier hingeschaut hat, Leute, holt euch einen Kaffee oder einen Kakao, drückt kurz auf Pause, flitzt schnell in die Küche, macht euch einen Kakao warm, holt euch einen Kaffee oder Tee oder sonst irgendwas. Holt euch auf jeden Fall was zu trinken, was zu knabbern. Setzt euch an euer Painting-Bild. Das Video wird heute ein bisschen länger gehen. Also, kann ich euch jetzt schon mal vorwarnen. Es wird ein bisschen länger dauern. So, hier ist tatsächlich nichts mehr drin. Auch über dieses Streu freuen sich auf jeden Fall meine Katzen. Ich werde mal einen großen Karton machen und da werde ich dieses ganze Streu reintun. Meine Katze liebt das, heiß und innig. Die kommt auch schon, jetzt, wo es gerade gesagt hat, kommt sie auch angelaufen und muss erstmal schnuppern. Ja, weil das riecht so ein bisschen nach den Hasen von... Das riecht nach den Hasen von Pichu. Und natürlich im Karton. Hallo, Katzen lieben Kartons.
Also, ne? So ist das halt. Ich mache euch mal ein Foto. Wenn ich es schaffe, bevor das Video fertig ist, dass ich sie dabei erwische, wie sie in dem Karton liegt, dann werde ich euch auf jeden Fall mal ein Foto mit einblenden. Wenn ich es schaffe, heißt es. Ja, ich zeige euch auf jeden Fall mal, was die Pichu nämlich noch Neues im Shop hat. Und zwar neue AB-Farben. Ihr wisst ja, ich habe ja eckige Steinchen im Shop mit AB-Farben. Und die Pichu macht ja, hat ja runde AB-Steinchen im Shop. Und meine runden AB-Steine, die ich noch habe, Leute, bitte seid mir nicht böse, die werden einfach nur noch abverkauft. Wenn die weg sind, sind sie weg. Die Reste, die noch da sind, die paar Farben, werden einfach nur noch verkauft. Und dann gibt es auch AB-Steinchen bei mir nicht mehr. Nachtleuchtende Steine gibt es zwar noch, aber keine runden AB-Steinchen mehr. Aber ich kann euch auf jeden Fall bei der Pichu verweisen. Nein, das war kein deutscher Satz. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, weil meine Katze krabbelt gerade in das Stroh rein. Also ihr könnt auf jeden Fall ganz, ganz viele Farben bei der Pichu erwerben. So, und ich würde euch jetzt einfach mal die Farben zeigen, die ich heute bekommen habe. Ey, ich werde voll unterbrochen. Ich muss gleich mal gucken, dass ich werde hier voll abgelenkt. Meine Katze krabbelt nämlich echt hier gerade in das, Stroh rein. Ah, je. Ja, ne, und wenn man sie dann fotografieren will, nee, dann rennt es ja schnell weg, so nach dem Motto. Beweisfotos bitte nicht. Okay, ja. Ich würde vorschlagen, machen wir das in einem schwarzen Schiffchen. Katzenschiff. Also wer noch keins von euch hat, gibt es auch bei der Pichu. Und zwar hat sie, gibt es neu als Farbe die 3865. Die 3865 ist ja kein Weiß, die 3865 ist so ein bisschen cremefarben. Und Entschuldigung, wenn ich lachen muss. Aber meine Katze krabbelt doch gerade wieder rein in den Karton. Nach dem Motto, ja, jetzt macht sie irgendwas anderes. Du sabotierst mich, Schatz. Ja, tut mir sehr leid. So, aber ich zeige euch das mal. Also das ist so ein Cremeweiß. Das sieht zwar relativ weiß aus, aber wenn ihr das in echt seht, ist das ein bisschen mehr ins Cremefarbene. Ne? Wenn ihr zum Beispiel die 5200 und die 3865 habt, dann könnt ihr die sehr, sehr schön austauschen. Also, sehr, sehr cool. Wird es hoffentlich auch bald mal in eckig geben. Glowsteine gibt es ja in zwei verschiedenen Weißtönen schon. Also, die gibt es ja bei mir schon im Shop mit 5200 und 3865. Da bin ich auch sehr froh drum, dass ich die auch in dem Cremeweiß habe, als Glowsteinchen. Weil ich finde, gerade bei Glowsteinchen kann man das halt mega gut austauschen. So, was haben wir noch? Dazu nehme ich mir jetzt aber mal ein weißes Schiffchen, weil das kriege ich ein bisschen besser verteilt gleich. Da haben wir keine Öhrchen, wo das reingehen kann. So, da haben wir die 775. Das ist so ein heller Blauton. Ja, da könnt ihr es richtig schön schimmern sehen. Das ist die 775. Die gibt es denn demnächst auch. Die Farben sind echt schön, wie sie hier neu hat. Also wer gerne rund klebt, der kann auf jeden Fall seine Bilder richtig, richtig, richtig gut aufpimpen. Mega, mega schön. So, dann haben wir hier so ein Korallpink. Boah, die haben auch einen richtig schönen Überzug. Alte Schwede. Wow. Wuhu. Ihr könnt mir ja mal eure Favoriten aus dem Video hier reinschreiben. Welche Farbe fandet ihr am besten von den neuen Farben? Viele werden wahrscheinlich reinschreiben, alle. Ich kenne euch doch. Aber schreibt mir mal eure Favoritenfarbe von den Sechsen rein. Ihr könnt ja auch gerne so sagen, als Bestes fand ich sowieso, danach kam die und die Farbe. Und ja, die ist auch sehr schön. Das ist die 906. Das ist ein schöner Grünton. Und die glitzern. Könnt ihr das sehen? Wow. Hammer. Wirklich richtig, richtig mega gut. So, schicken wir die wieder weg. Die haben auch echt eine super Qualität. Also ihr habt es ja im Schiffchen gesehen. Wirklich sehr, sehr gut. Die sehen sehr toll aus. So, dann haben wir hier noch so ein schönes Orange. Dann haben wir noch ein bisschen Schmutz mit drin. Aber es ist egal. Ich zeige es euch trotzdem. Dann sehe ich so was Schmutziges verirrt. Tut aber den Steinchen keinen Abbruch. Es ist egal. Ja. Kann immer mal sein.
Beim Abfüllen sieht man halt auch nicht alles, aber boah, die sehen auch toll aus. Die haben so einen richtig schönen orangenen Überzug. Also die Steine sind hier orange und die haben so einen richtig schönen orangenen Überzug. Hammer geil, Leute. Hammer. Ach, ich hätte das auch eigentlich anders machen sollen, denn ich habe ja vor, mit euch die Steinchen auch in meine Karten reinzukleben. Oh, egal, jetzt zeige ich sie euch erst und dann kleben wir sie einfach. So, und dann haben wir hier noch so ein schönes Blau. Was ist die 3843 als letzte Farbe? Und die hat so einen blau-silbernen Überzug. Und funkelt und glitzert auch total doll. Und ihr seht ja, es ist nichts gefaked oder sonst irgendwas. Überhaupt gar nicht. Na, also, es ist so, wirklich so schön. Also, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich mache jetzt ganz kurz einen Cut. Ich hole mir einmal Kakao in meiner neuen geilen Tasse. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann kleben wir die DMC-Liste einmal an. Und zwar mit den Abi-Steinchen. Ja, also wir werden die mal entjungfern, würde ich jetzt mal sagen. Wir werden die einweihen. So, bis gleich. So, da bin ich wieder, habe mir einen schönen Kakao von meiner neuen Tasse geholt. Ja, und ich habe mir meine Abi-Steinchen-Box rausgeholt. Borki sitzt auch schön festgetackert, ne? Der kann auch nicht runterfallen, weil der Magnet hält sogar durch Plastik durch. Also die Griffe sind ja hier aus Plastik und ihr könnt sehen, Borki fällt auch nicht ab. Borki bleibt da schön heften, weil sonst suche ich ihn nämlich nachher nur wieder und muss ja nicht sein. Prost! Ja, auf ein Video, auf ein langes Video. Denn wir sortieren jetzt einfach mal die Steinchen ein. Ich habe allerdings keine Dingsbums. Keine Aufkleber. Ich muss mal gerade gucken. Also ich habe mir jetzt mal so welche ganz billige geholt. Ich werde die, glaube ich, auch halbieren und irgendwie versuchen, so halb drauf zu schreiben, weil die sind einfach sonst zu groß für die Schälchen. Eine Schere wäre noch gut. Haben wir auch. Oder, nee, ich hole mir, glaube ich, andere Sticker, weil die sind, die kleben, glaube ich, nicht so gut. Ich probiere es einfach mal aus. Wir probieren es einfach mal. Aber da kann ich nicht so gut drauf schreiben, oder? Na, egal. So. Ich könnte jetzt auch den Sticker-Maker holen, aber dazu müsste ich jetzt erstmal wieder was ausdrucken. Da habe ich keine Lust zu. Obwohl, ich könnte ja auch einfach die, naja, die Sticker von der Pichu sind leider ein bisschen zu groß. Deswegen kann ich die leider auch nicht benutzen. So, dann werden wir mal die Zahlen kurz aufschreiben. So, die 906 haben wir noch. Die 603. Und die 775. So, nicht schön, aber selten. So, ich brauche diese Fächer, weil die sind nämlich tatsächlich groß genug, um ein ganzes Päckchen zu halten. 4, 5 und da oben haben wir auch noch ein großes. Diese Boxen kriegt ihr in unterschiedlichen Größen. Also ich kriege die zum Beispiel mit so klein, den größeren Boxen. Dann gibt es noch diese größeren Boxen und dann gibt es die ganz großen Boxen. Ja, also man kriegt die in vier verschiedenen Größen, wenn man so eine Mischbox bestellt. Es gibt die aber auch zum Beispiel in nur so ganz kleinen Boxen. Da passt aber nicht alles rein. Da passt nämlich zum Beispiel passen nur 6 Gramm ungefähr rein, also die Hälfte von so einem Tütchen. Weshalb ich also auf diese mittleren gehe, weil diese, da passt halt mehr rein. Das ist ungefähr das Doppelte von dem. Na, wenn man das mal so sieht, da passt auf jeden Fall mehr rein. Da passen fast 2 Tütchen rein. Aber ich habe ja nur ein Tütchen, deswegen reichen mir diese Dosen hier. Und ich habe mir einfach mehrere von diesen Kisten bestellt und habe mir dann die kleineren und großen raussortiert, sodass ich dann hier jetzt quasi nur das drin habe, was ich brauche. Klar, schwarz und weiß. Ihr könnt das gar nicht sehen. Haha, ihr könnt das gar nicht sehen. Also, schwarz und weiß habe ich jedenfalls ganz groß, weil normal braucht man normalerweise relativ viel. Lila habe ich relativ viel, von dem Rot habe ich relativ viel und von den anderen habe ich halt ja ein Päckchen meistens nur so, was ich dann wegsortieren kann. Es ist sonst schon sehr bunt. Also da, wo die Pichu-Aufkleber drauf sind, das sind Farben, die ihr auch über Pichu bekommt. Bei den anderen müsst ihr mal gucken. Ich hatte ja selber noch runde Steine da, deshalb
Ihr werdet wahrscheinlich nicht alle Farben kriegen, aber Pichu hat mittlerweile richtig, richtig viel Auswahl. Das ist mega, mega gut. Also ihr findet da immer, immer mehr von den Farben. Also einfach mal da vorbeischauen. www.pichu-moon-art und da könnt ihr dann stöbern gehen. Sehr, sehr cool. Kann ich jedem nur empfehlen. Und wer eh auf der Suche nach Schiffchen ist, zum Beispiel nach dem Herzschiffchen, die es alle aktuell als B-Ware gibt, für, glaube ich, 8 Euro sind die im Shop drin, mit Stöpsel. Also Stöpsel ist mit dabei. Und ich sag mal, wenn ihr überlegt, ein Stöpsel alleine kostet ja schon 1,50 Euro, dann wisst ihr, was das Schiffchen kostet an sich, ne? Also ist es B-Ware, ist es nichts an dem Schiffchen dran, außer dass es außen vielleicht nicht ganz schön ist. Die Pichu ist da bei ihren Schiffchen halt leider immer sehr, ja, monkhaftig unterwegs. Aber es ist in Ordnung, weil man will ja auch eine gute Qualität von den Schiffchen haben. Und deswegen ist es auch okay, dass sie da drauf achtet, dass die mit einer guten Qualität rausgehen. Der Kakao aus der neuen Tasse schmeckt noch besser als sonst. Oh, Pichu, nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich weiß, dass du das Video auch schaust. Mega, mega cool. Also über die Tasse freue ich mich riesig. Wirklich riesig. So, wir wollen aber ja nicht nur die Sachen hier noch in diese Kisten einräumen. Das werde ich jetzt aber auch machen. Sondern wir wollen ja auch die Steinchen aufkleben. Da empfiehlt sich's, benutzt am besten so 5 mm breites Klebeband. So, hier mal alles reinsortieren. Am besten 5 mm breites, dann passt das ganz gut. Die 3865 haben wir hier. Die ist ganz hinten logischerweise. Und das Coole ist, ihr könnt die Karten halt auch umklappen. Ne? Also das ist schon mega gut gemacht. Ich habe mir ganz dünnes doppelseitiges Klebeband mal besorgt, weil ich das für so eine Karten ganz gut finde. Jetzt ist halt immer nur die Frage mit dem Aufkleben. Also, ich mache, glaube ich, 3865. Eckig, rund. Nee, eckig, rund und rund. Ja, wir machen rund und rund. Also hinten kommen die AB-Steine hin, okay? Hinten machen wir die AB-Steinchen. Jetzt brauche ich noch eine Schere. Wo ist er? So. Manch einer wird von euch jetzt denken, okay, wie? Aber für mich die einfachste Variante, das jetzt irgendwie so aufzukleben. Dann muss ich zwar die Pichu bekleben, aber das ist nicht schlimm. Also es ist durchsichtig, ihr könnt das sehen. Ich habe das bei AliExpress für einen Schnapper. Ist jetzt, glaube ich, 5 mm breit oder 4 mm oder so. Also es passt auf jeden Fall sehr gut hin. So, dann hole ich mir mal meinen Stift. Und dann klebe ich mir da die Steinchen auf. Ich gebe euch einen Tipp bei den runden Steinen. Entweder klebt ihr die in der Mitte einzeilig auf oder ihr klebt die so ein bisschen untereinander. Und da ja rund ein bisschen größer ist, die passen zwar, aber ich klebe die versetzt. Das ist für mich schöner. Aber das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Ne? Also manch einer sagt ja, nee, ich will die direkt untereinander haben, da ist genug Platz. Aber ich klebe die ein bisschen versetzt. So. Sehr cool. So, das heißt, die erste Farbe sitzt, Leute. Ich werde aber mit euch jetzt auch nur erstmal die neuen Farben einkleben. Die alten werde ich irgendwann nachholen. Vielleicht mache ich das mal mit euch in einem Video. Vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Lasst euch einfach mal überraschen. Schauen wir einfach mal, wie was sich so ergibt. So, weiß. Weiß können wir hier reinmachen, aber weiß passt da nicht rein. Passt nicht. Passt leider nicht. 3843 ist sogar auf derselben Seite. Kann mal die Seite noch nicht mal wechseln. Also die lassen sich auch wirklich gut einfüllen. Ne? Also ihr klappt die einfach zurück und dann... Außer, dass bei Steinchen oftmals die so ein bisschen aufgeladen sind. Das kann aber immer mal sein. Ist bei meinen Steinen leider auch so, weil die so aneinander reiben. Weil dadurch, dass hier ein bisschen Luft in der Packung ist, rutschen die aneinander, reiben und dann habt ihr so ein bisschen aufgestartete Steinchen, ja. Aufgeladene Steinchen, also statisch aufgeladen. Ist aber ganz passiert. Da können wir auch nichts gegen machen. Das ist halt einfach so.
Was ihr aber dagegen machen könnt, einfach ein ganz kleines Stückchen von einem Taschentuch einfach ein bisschen feucht machen, einfach reinmachen, einmal gut durchschütteln und dann hat sich die Sache eigentlich auch erledigt. Das Taschentuchfittelchen, das könnt ihr hinterher einfach wieder raustun. Also ihr solltet es nicht nass machen, sondern nur leicht anfeuchten, bitte. Und dann funktioniert das Ganze auch. So, 3843. So. Das geht mit dem Klebeband echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Auch mit dem Abziehen, das funktioniert. Funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob ihr alles so genau sehen könnt. Aber ich habe mich mega gefreut, dass das Paket heute schon da ist. Weil in der Zustellungsbestätigung stand nämlich, dass das erst Montag kommt. So, und die Pichu hat mich schon ganz traurig angeschrieben und gesagt, oh, ich glaube, deins kommt erst Montag. Ich so, ja, das macht nichts, ist nicht so schlimm. So, und dann hat es vorhin geklingelt und ich habe es der Pichu nicht verraten, dass das heute schon da ist. Das heißt, wenn das Video online geht, wird die Pichu, hoffe ich mal, sehr überrascht sein und sich sehr darüber freuen, dass es heute schon online geht. Weil sie eigentlich gedacht hat, dass das Paket erst Montag ankommt. So, manchmal ist die Post ja doch ganz nett und liefert doch noch am Samstag. Also, das ist halt manchmal schon sehr komisch, weil in der Ankündigung steht halt wirklich drin, dass es erst Montag kommt. Und wir haben uns da beide drauf verlassen. Ich habe auch noch auf ein anderes Paket gewartet und habe so gedacht, naja, gut. Oh, die habe ich sogar schon. So, komm mal. Und dann habe ich schon gedacht, okay, na gut, dann kommt das halt erst Montag. Und dann habe ich vorhin gedacht, okay, was klingelt? Vielleicht sind das meine Bauhaus-Container. Also ich habe mir noch vom Bauhaus zwei Schubladen-Container bestellt. So, und jetzt wollte ich euch nochmal was zeigen. Und ihr könnt sehen, auch bei AB-Steinchen gibt es tatsächlich Farbabweichungen. Ich habe eine Farbnuance, die ist mehr blau und die ist mehr türkis. Also auch das gibt es durchaus. Lasst euch da nicht verunsichern. Schaut am besten, was bei eurem Bild eher passt. Ob es eher das Blaue ist oder eher das Türkise, falls ihr doch mal zwei Farben davon habt. Ja, passiert. Also ist beides mal dieselbe Nummer, aber beides mal halt eine andere Charge. Ja, kann passieren, finde ich aber jetzt nicht ganz so schlimm. Es gibt Schlimmeres. Und bei AB-Steinchen ist es sowieso nicht so tragisch, weil ihr ja eh einen anderen Effekt mit den Steinchen habt, als es im Normalfall wäre. Ich hätte jetzt ganz gerne, glaube ich, die andere nochmal aufgeklebt, aber nein, wir lassen das jetzt so. Okay, jetzt haben wir zwar zweimal die gleiche Farbe, macht aber nichts. 603 habe ich tatsächlich noch nicht da, aber ich habe jetzt die Farbreihenfolge 601, 602, 604 und 605, wo die 603 fehlt tatsächlich noch. Obwohl das schon sehr lustig ist, dass das so eine andere Farbabweichung kommt. Normalerweise würde man ja im Farbverlauf denken, dass es die der gleiche Farbton ist, aber das ist mehr peachy. Und die anderen sind mehr, ja, wie soll ich das sagen, mehr pink, rosa-lastig. Schaut mal. Also wir haben die 601, 602, dann kommt die 603, dann haben wir die 604 und die 605. Also, das ist peachy gepasst, eigentlich fast gar nicht dazu, ne? Schon kurios. Ich muss die Pichu mal fragen, ob es nicht vielleicht doch eine andere Farbe ist, dass sie da einfach nur eine falsche Farbnummer mitgeteilt bekommen hat. Oder ist es halt auch so eine extreme Farbabweichung, dass das wirklich so ein Peach ist. Aber wir können ja mal in unsere Liste schauen. Was sagt unsere Liste denn? Unsere Liste sagt zu 603 erstmal noch nichts. Erstmal muss ich den Anfang finden. So, einmal die 400, 500... Und die sind halt mega stabil, die Karten, ne? Das ist halt schon geil. Also eigentlich laut Farbcode ist die 603 auch ein Pink, beziehungsweise ein Rosaton. Und das ist aber mehr Aprikot. Ich wüsste aber nicht, welche Farbe das sonst sein sollte. Wir haben ja leider keine Sortierung nach Dingsbums, ne? Nach Farben. Aber es ist auch schwer anhand so einer Farbtabelle tatsächlich eine Farbe zu finden, wo man sagt, das könnte passen. Dazu müsste man halt einfach viel mehr Farben einkleben und müsste man mal gucken, welche Farben hat man schon, welche hat man eingeklebt, wo könnte der dann vielleicht doch hinpassen, der Farbton. Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich, wirklich schwierig, das jetzt so auf den Kopf drauf zuzunageln und zu sagen, ja, das ist aber eher der oder der Farbton. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Farbton sein könnte. Egal, wir kleben den jetzt aber einfach ein. Komm, wir machen das jetzt einfach so.
Der ist zwar sehr peach-lastig und eher weniger pink oder rosa, aber ist trotzdem ein schöner Farbton. Die gefällt mir trotzdem, aber laut Farbtabelle eigentlich passt der nicht dazu. So. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt da großartig weinen würden. So. Dann kleben wir die mal ein. Oh, die sind echt so schön, die Steine. So schöne Steinchen. Die haben echt eine richtig, richtig gute Qualität. Also, die sind richtig toll bezogen. Also, ihr habt es ja, ihr seht das. Also, ich weiß nicht, könnt ihr das jetzt so sehen? Es ist mir wahrscheinlich ein bisschen weit weg. Aber, ja. Seht ihr das Glitzern? Boah, das ist doch so geil. Das ist wirklich richtig, richtig toll. So. Auch die Steine sind leider ein bisschen aufgeladen. Aber gut. Ihr seht das, glaube ich, in der Box hier. An manchen könnt ihr das sehen, wenn die Steine so an dem Deckel haften. Aber das ist halt so. Ja, ganz ehrlich, ich mache mir da jetzt auch keinen Kopf drum. So, jetzt kann ich die natürlich nur nicht dazwischen sortieren, weil die eigentlich auch nicht dazwischen passen. Ich tue die einfach mal hier mit dazu. So, dann haben wir die 741, die 740 habe ich, die 742 habe ich und die 741 fehlt. Und die würde sich jetzt hier nahtlos dazwischen rein. Von der Farbe her passt die nämlich perfekt. Das ist nämlich so ein schönes Orange. So, auch die tüten wir ab. Ja, wie geht's euch denn? Seid ihr gut ins Wochenende gestartet? Ich wollte gerade fragen, habt ihr das Wochenende gut überstanden? Aber wir sind ja noch am Anfang des Wochenendes. Also eher die Frage, ob ihr gut ins Wochenende gestartet seid. Und wenn ihr das Video später guckt, gut, und es ist kein Wochenende, dann hoffe ich, dass ihr trotzdem ein schönes Wochenende gehabt habt. So, alle Steinchen raus. So, gut. Hier haben wir nochmal einen Schmutzstein. Also hin und wieder habt ihr nochmal ein bisschen Ausschuss da drin, aber das ist halt, wie gesagt, die werden alle per Hand abgefüllt und wir können die manchmal gar nicht rausfischen. Wenn ich sowas sehe, dann fische ich das schon raus, aber manchmal sieht man das auch einfach nicht, weil die sich zwischen den Steinchen verstecken. Also dann einfach aussortieren und dann habt ihr dann passt das schon wieder. So, 741. Auch die kleben wir einmal. Jetzt müsste die Pichu eigentlich nur noch so ein dünnes, schmales Klebestreifenband in den Shop bekommen. Das müsste sie eigentlich zu der Farbtabelle dazugeben. Pichu, das ist eigentlich auch ein schönes Giveaway dabei. Wer die Farbtabelle kauft, kriegt noch ein Klebeband dazu. Aber ich find Borki dabei ist auch toll. Also wie gesagt, wer diese Karten haben möchte, die DMC-Karten, der kann die bei der Pichu bestellen und einfach Borki als Rabattcode mit eingeben, dann kriegt ihr 5% Nachlass auf die Karten. Und ich denke, das ist schon mal nicht so schlecht. So, jetzt müssen die restlichen Steine ja auch nur noch rein verschwinden. Nee, heute will das nicht so, wie ich immer will. Aber gut, es muss. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ich das hier nicht reinkriege. So. So. So, dann können wir das da. Und das passt da leider nicht. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Ein Grünton. Ja, bei Grüntönen ist auch immer schwierig. Viele Grüntöne, die sehen sich schon recht ähnlich, aber sind halt alle doch ein bisschen anders von der Grundfarbe.
Aber das ist auch echt ein sehr, sehr schöner Grünton. Ich müsste nur gleich mal gucken, wo der sich einreiht, farblich gesehen. So, was haben wir denn? Die 906 ganz unten. Also dieses Klebeband hatte ich ja bei AliExpress bestellt. Ich habe da sehr lange drauf gewartet. Bestimmt einen Monat oder so, bis das endlich mal bei mir ankam. Es war wirklich sehr, sehr lange unterwegs. Ich habe da schon fast gar nicht mehr mit gerechnet und dann zack, kam es doch an. Und das ist ja mal das Beste, wenn man dann unverhofft irgendwelche Sachen bekommt, womit man schon nicht mehr gerechnet hat. Ich habe mir unter anderem ja auch noch eine Schere bestellt, die halt auch mega lange unterwegs war. Die anderen Scheren, die ich zwischendurch bestellt hatte, die waren alle schon da. Und auch welche, die ich später bestellt hatte. Und die eine Schere hat ewig lange gedauert. Aber die kam auch an. So, das sind die grünen. So, wir machen das unkompliziert. Einfach rauskippen und dann... So, wo reihen sich denn die grünen hier ein? Da haben wir nochmal zwei Dinge. Also grün würde ich jetzt irgendwo sagen, hier dazwischen, ne? So. Ne, das ist heller. So. Also die 906 ist ein bisschen heller wie die 3818. So, ich kann nicht... Kommen zum Lila. So, Lila habe ich nicht. Ich habe aber noch einen Blauton, ne? Die 775. Und Blau, seht ihr, habe ich auch schon ein paar. Ne? Kommen die hier dazwischen. Er ist ein bisschen, ja, der sieht schon sehr farblich, sehr ähnlich aus. Und der ist aber, ja, der ist ein bisschen mehr blau, der ist ein bisschen mehr grau, grün, braun, blau. Also auch bei AB-Steinchen, Leute, gibt es definitiv Farbabweichungen. Also bitte, ihr müsst nicht denken, dass bei AB-Steinchen alles dieselben Farben haben. Nein, auch da gibt es Farbabweichungen. damit müsst ihr wirklich rechnen. Weil auch wenn ihr eckig und rund mal miteinander vergleicht, ihr werdet Unterschiede sehen. Also definitiv Unterschiede sehen, weil die auch aus unterschiedlichen Chargen kommen, auch von unterschiedlichen Herstellern. Sowohl rund als auch eckig. Ne? Also wir haben da ja nicht nur einen Zulieferer, der uns da mit Steinchen beliefert. Teilweise werden ja bei mir zum Beispiel auch die Steine hergestellt. Und dann haben wir halt tatsächlich das Ding, dass halt auch Farbabweichungen dabei entstehen können. Aber das ist normal, ne? Weil jeder mixt die Farben ein bisschen anders, wobei man ja eigentlich davon ausgehen sollte, dass die Farben alle gleich sind, aber leider nein. So, 775, wo ist es? 775 ist da oben. Ja. So, die 775, da oben ist sie. Ach so, falls ihr in der Liste, was ich nämlich hier gerade auch sehe, macht euch bitte keinen Kopf. Hier zum Beispiel, es gibt, eigentlich sollte das nicht mehr drauf sein, aber hier zum Beispiel die 776 hat so ein Sternchen dran. Bitte nicht drum kümmern, ignoriert das bitte einfach. Wir wissen selber nicht, warum da die Sternchen drin sind. Pichu hat die eigentlich alle rausgenommen. Ich glaube, das ist einfach nur übersehen worden. Also stört euch da bitte nicht an dem Sternchen. Einfach ignorieren. Na, also falls ihr fragt, was hat das Sternchen für eine Bewandtnis? Es hat keine Bewandtnis. Für uns zumindest nicht. Weder für die Pichu noch für mich. Es kann sein, dass es mal dann Farbenüberlegungen gab, vielleicht die Farben irgendwie rauszunehmen. Oder derjenige, wo wir die Liste mal herbekommen haben. Weil die werden ja auch erstellt. Und man bedient sich ja da schon mal manchmal Vorlagen für die Farben gerade. Die denkt man sich ja auch nicht neu aus. Dass da vielleicht mal irgendwas überlegt worden ist, da mal eine Farbe wegzugeben. Wir wissen es einfach nicht. Ich habe auch schon gefragt und sie wusste das auch nicht. Eigentlich sollten sonst wirklich keine Sternchen da irgendwo mit dran sein. Ich glaube, das ist das letzte Sternchen, was übersehen worden ist. Also wie gesagt, wenn ihr das Sternchen seht, das hat keine Bewandtnis. So, also die auch drin und wie ihr seht, es wird natürlich ein bisschen dicker, ne? Aber das macht nichts, der Ring hält viel aus. Ne? Also der Ring hat viel Kapazitäten, dass das noch groß sein kann. So, und wenn ihr wirklich viel einklebt, macht euch das auf.
klebt eure Steinchen und blättert das nicht so viel um, wie ich es jetzt gemacht habe, weil natürlich dann eure Löcher ein bisschen ausfransen können. Aber die Karten sind eigentlich dick genug, dass sie das schon ein bisschen aushalten. Ja, also, jetzt muss ich mal den Anfang finden. Wo ist denn mein Anfang? Da. Das war's zu den DMC-Karten. So. Na, also, wenn ihr wirklich da mehr kleben wollt und euch jetzt wirklich mal vornehmt, eure ganzen Steinchen wegzusortieren, dann macht es am besten auf, sortiert euch das ein, klebt es ein und dann macht ihr das hinterher wieder mit dem Ring dran, weil der, wie gesagt, den lässt sich leicht aufmachen und wieder zumachen. Ja, ihr Lieben, das war's von meiner Seite. So, aber ich sortiere jetzt noch eben die letzten Steinchen hier weg. Und dann ist meine Sammlung wieder ein bisschen größer geworden. Meine Steinchensammlung. Weil passt hier nichts mehr rein. Also, Pichu, wenn du noch mehr Steine kriegst, dann wird es schwierig, hier noch mehr Steinchen unterzukriegen. Weil es ist schon echt sehr, sehr viel hier. Ja, aber ich finde es schön. Ich hoffe, ihr auch. Dann lasst mir doch gerne mal einen Kommentar unten da. Würde mich mal freuen. Und ja, ihr könnt mir ja mal, wie gesagt, sagen, welche der neuen DMC-Farben euch besonders gut gefallen haben. Und da würde ich mich freuen, von euch zu lesen. Ihr lieben Steinchenschubser. Das hört sich irgendwie gemein an, Steinchenschubser. Aber wir sind ja alle Steinchenschubser. Ne? Wir schubsen die Steinchen von A nach B nach C nach D. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich verlustiere mich jetzt noch mit meinem restlichen Kakao. Werdet ihr noch schön genüsslich trinken. Und sage nochmal Pichu lieben, lieben Dank für die nette Tasse. Und ja, ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Wie gesagt, das ganze Paket war noch sehr, sehr heiß. Also das war sehr, sehr schnell unterwegs. Und jetzt wird das schnell geschnitten. Und dann kann ich das hochladen. Und ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß mit dem Video gehabt. Und wenn dem so ist, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neue Videos nicht verpassen wollt und ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das natürlich auch sehr gerne tun. Wenn ihr das Glöckchen noch aktiviert, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. So. Ich habe fertig. Ich wünsche euch noch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Danke, dass ihr so lange mit zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Lasst euch nicht ärgern. Bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.